So, bin wieder back am Schlüssel. Sehr schön. Gut, was haben wir hier denn jetzt? Was sind wir hier überhaupt? Okay, das müsste passen. Beziehungsweise, ich glaube, wir waren ja. Moment. Royal BM 17. Ich meine, wir waren ja aber sogar letztes Mal. Auf Island Hill, wie das heißt. Ja. Ne? Ich glaube, hier unten sind wir ja am K. Ja. Hier waren wir daheim. Genau, da haben wir dann aufgehört. Genau. Wir haben jetzt nochmal ein Okay, ist neuer noch ein Lord, Gelände. oder? Ja, mache ich jetzt. Okay. Wir haben jetzt noch ein neuer. Oh, fuck. Ist halt super, was ich jetzt wieder gemacht habe. Oh, Mann. Mir ist es Gewohnheit des Singleplayer mal wieder, so wie jedes Mal so gefühlt. Jetzt passiert mir jedes Mal ohne Scheiß, Mann. Koop. So, Spiele erstellen. Öffentlich nicht, privat. Truck-Modus an. So. Perfekt, perfekt, perfekt. Goodie, gut. Gut, gut, gut. Schon da? Ja. Komischer Sound weg. Ja, super. Nee, aber kann sein wegen dem Ladewisch. Das kann natürlich sein, ja. Und jetzt sind wir hier Wodeheim. Globale Karte. Island. So. Zack. Wollen wir mal hierher. Ja, wie ich sage, wir haben jetzt noch einen dritten LKW zum Glück. Das macht das Sehr Ganze ein schön. bisschen leichter. So, dann laden wir dich jetzt noch ein. Wo bist du? Das ist mal hier Gruppe verwalten, einladen, zack, zack. Die Vanessa wollen wir. So. Gut. Im Prinzip müssen wir jetzt fahren. Dreimal Stahlträger. Beziehungsweise halte mal, ich brauche mal die Mission jetzt gar nicht machen. Unbedingt direkt. Kein Land für alte Trucks. Überbrücke der Lücke. Jetzt bräuchte ich mal hier, denn zweimal Holzplanken bräuchte man da. Okay, wo laden wir die? Ach, auf der anderen Karte. Eine Holzstation können wir die laden. Nee. Holzplanke kann man ja eigentlich. Doch, da kann man Holzplanke laden. Perfekt. Okay, dann machen wir die Mission jetzt erstmal. Die sieht jetzt nicht ganz so übel aus. Ja. Perfekt. Perfekt, perfekt. Das ist nicht ganz übertrieben. Schaffen wir vielleicht auch ohne Umkippe. Hoffentlich. Nix Wenn mir jemand ein bisschen LKW-müde. helfen dann. Doch, LKW immer müde, wenn wir spielen. Ja, dann ja. Jetzt haben wir's. Gut, du musst jetzt auf die globale Karte, ne? Ja, es liegt gerade noch. Jo. So. Globale Karte Y. Ja. Und dann gehst du auf dieses, was unten ist. Unten links. Island Lake. Ja. Genau. Da gehst du dann auf Sägewerk, steuer dann ziemlich rechts unten. Sägewerk her. Da steht der LKW. In welchen soll ich da gehen? Halte Das mal, warte links mal, warte da, mal. oder? Nee, chill, chill, chill. Warte, weil der Flietze hat der Hänger, dann nehme ich die Flietze, dann nimmst du den AMK, oder wie der da heißt. Jetzt kannst du in der anderen gehen. Genau. So. Jetzt müssen wir fahren. Einmal hierher, dann links abbiegen. Dann hierher, dann rechts abbiegen. Dann immer geradeaus. Und dann kommen wir hoffentlich auch an. So, sitzt drinnen? Hey, jo.
Würde ich mal sagen, startet die Motore, wir fahren los. Schön. Mein Sprit ist LKW auch noch jetzt schon ziemlich fast voll. müde. Jo, übertreib's nicht. Langsam machen. Nicht umkippen dahinter drauf. Gott, ist das hier ein Gehuppel und ein Gezuppel, ey. Mein Gott. Bisschen. Bist noch hinter drauf, ja? Ja. Ey, wir haben hier mal eine Brücke. Ja, das gibt's ja nicht auf der Karte hier. Leck um mir. Ich habe mir mal die andere Karte noch angeguckt. Das wird noch ziemlich lustig für uns zwei. Oh je. Die dritte Karte konnte ich mal erforschen, weil ich, bei der dritte Welt, weil ich andauernd umkippe in Session PKW. Ach je. Ja. Gibt's aber auch komplett neue LKWs auch zum Teil, also finde ich auch irgendwo cool, weil das wieder eine neue Ge Umgebung ist quasi. Und Gott, was ist immer jetzt los? Halt! geradeaus. Ich häng irgendwo, ah, da ein Baum. Ach, da ist ein Baum. Ich habe eine Idee für einen lustiger Clip hier. Okay. Ja, mit so einem. Bin aber auch im Überlegen, ob ich das mit einem anderen mache. Vielleicht mit diesen Audio, sag ich mal. Da gibt es dieses Audio mit diesem: Hier kommt der Kreisverkehr, hier kommt, was ich gesagt habe, da, ne? Mit dem Ja. Feuerwehrauto. Bin überlegen, ob ich das mache. Und hier jetzt gibt es sowas mit Kompanie, ein Lied. Dann singen die hier wie so ein komisches Lied. Ja, und das ist halt immer so mit Convoy-Fahren so. Das war hier vielleicht so ein bisschen lustig, je nachdem, wie wir da durchwackeln, so. Kompanie, ein Lied. Oh. Nett, Kippe. Nee, habe ich nicht vor. Ja, komm, jetzt mach jetzt ja Jalla hier jetzt. Ich finde es grafisch, finde ich eigentlich SnowRunner auch ziemlich cool. Also, klar, natürlich, ne, ich denke mal, dass wir halt viele Einbuße wegen der Konsole haben könnte, grafisch. Ich glaube, es ist auf Klar. PC schon noch ein bisschen besser. Aber ich finde es allein hier schon grafisch. Wenn du da so ein bisschen in den Matsch fliegst, dass halt dann die komplette Seite matschig ist. Weil ich finde, eigentlich bei uns geht es grafisch halt nur durch das Stream halt, wird es ein bisschen unschärfer, ne? Ja, das merkst du halt ein bisschen. Also, da ist halt die Aufnahme, wo halt am PC gemacht wird, ist halt definitiv besser, aber gut, haben wir jetzt halt immer in die Technik. Ja, trotzdem, weißt du auch, wenn da so richtig Spuren hinterher ziehst, ich finde das eigentlich einfach voll geil. Irgendwie so Ja. grafisch auch. Ich finde, das gehört auch in der LS irgendwo. Aber das Problem ist, LS hat auch schon angekündigt, dass sie das nicht machen werden, weil, wenn LS das jetzt noch bringt. Allein das hier ist ja für die PCs, ist das ja mega performancefressend, ne? Also für SnowRunner brauchst du schon einen relativ starker PC. Und wenn da noch LS kommt, wo ihr eh andauernd eine Bodenveränderung mit reinbringen muss, durch die Ja. Ansaat, durchs Grubbern, ne? Wenn die dann noch damit anfangen, dann haben sie auch gesagt, da brauchst du dann halt wirklich Anforderungen, die sind jenseits von Gut und Böse, ne? Also das wäre es halt nicht mal. Ist genauso wie, ich meine, klar, die können es auch mal machen, aber es ist vielleicht mal ein Weg oder sowas, ein bisschen nass wird oder so, wo es dann schwer wird, das kriege ich schon mal noch, aber halt, dass wirklich die Felder nass werden können, das können sie halt nicht bringen, das wird zu performancelastig. Ja. Und was auch schon gesagt haben, weil ja viele ein Schadensmodell wolle, bin ich ehrlich, will ich an sich auch, weil wäre halt mega geil, aber da haben sie auch schon gesagt, dass halt die Hersteller halt nicht mitmachen, ne? Weil ich ja alles lizenziert und wenn halt dann, mit dem Hersteller, dann habe ich mal den Motor verreckt, in dem Sinne im Spiel. Dann heißt halt direkt, ja, klar. Ist wieder Johnny gewesen, ja, klar, ist echt auch so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist dann halt da, wo dann halt viele Hersteller halt sagen, nee, wollen wir nicht. Das ist ein Hubbelweg. Brutal, gell? Das ist echt schlimm. Ich habe echt Schiss, bei jedem Ding muss ein bisschen schräg werden, dass ich gleich lieg. Tja.
Was ist da rechts passiert mit dem Strommast hier? Leck mir. War ein bisschen Sturm, hä? Ah, ein bisschen. Oh, das ist jemand der Gigi gefahren. So ein Held. Das könnte ich ja sie. So Kurve nicht bekommen, aber ich fahre mal gerade aus. Oh ja, kenne man. Kenne man das so eine Story? Eigentlich hätte ich den Anhänger auch stehen lassen können erstmal. Ich glaube, zwei Holzbeine kriege ich gerade noch so auf das Ding drauf. Ach, es noch drei, wo du brauchst? Nee, zwei. Ah. Oh. Ich dachte, du hättest drei gesagt. Okay. Eine Komplettladung müssen wir dann noch machen mit Stahlträger. Da musst du aber auch einen Anhänger ziehen. Weil da, brauchen wir, da brauchen wir wirklich drei Stück. Und Stahlträger hat ja zwei Ladekapazitäten. Kriegen wir endlich an. Ja, wir haben ja zwei LKWs. Richtig. Ich hätte mir mal die Zeit aufschreiben sollen, wo wir in Ding verbracht haben, jetzt in Fallout. So eine Stunde rum, anderthalb, oder? Ja, anderthalb sind wir da nicht. Nee, ich glaube so. Auch Stunde, Stunde sieben oder so. Weil sie heißt, dass ich so wenigstens grober Anhaltspunkt habe. Na, irgendwie so irgendwas dazwischen muss gewesen sein, ja. Ja. Ich glaube sogar tatsächlich ziemlich genau um null. Haben wir gewechselt. Ich sollte mal echt auf der Straße oder hier auf den Weg gucken, nicht aufs Handy, ey. Zack, häng ich fest. Das ist super. Aber es läuft, wir kommen voran. Langsam aber safe. Ah ja. Ja, wir probieren mal. Wir probieren mal, wenn wir dann wieder in der Werkstatt runter müssen, dass wir die LKWs tauschen. Ich sage, ich habe noch so einen Offroader gefunden. Ich weiß, wie gut der Offroad geht, weil der hat keine Differentialsperre. Aber er zählt als Offroad-LKW, also muss er wohl schon ein bisschen was taugen. Sollte er, ja. Ja. Na, teste zumindest, ja. Weil du hast ja da AMK, du hast ja einen Offroader und deiner ist ja echt gut, deiner hat ja noch permanente Sperre, ne? Das ist ja echt geil. Ja, wenn du es gerade fahrst. Aber mit dem hier ist halt. Er hätte halt im Notfall immerhin mal noch eine Sperre, ne? Aber der andere hat er dann keine. Na ja, klar. Mal gucken. Müssen wir dann halt gucken. So, erst müssen wir doch nur irgendwie einmal den See da rumfahren, den Kleinen. Uiuiui. Um den Tümpel. Ja, ich würde hier aber ein bisschen aufpassen, das ist so ein richtiger Punkt, wo du kippen kannst, ne? Ja, wo es kein Anhänger ist. Du kannst es nicht mal probieren, dass du erstmal noch stehen bleibst sogar tatsächlich. Weil wir müssen da eh wieder raus, glaube ich. Boah. Ich hab dir gesagt, pass da auf. Ich bleib hier. Ey, da bringst du es an nichts. Entweder du musst vor oder du musst zurück. Ich kenne die Tür. Du bist zu weit gefahren. Hier irgendwie wenden. Ach du Heimatland. Ne, okay, da unten, das ist okay. Ne, nee, wir fahren. Ne, warte mal, wie fahren wir denn jetzt? Wir probieren noch einen anderen Weg jetzt aus. Wir fahren hier raus. Das sieht noch ein bisschen wilder aus, wie es, wenn wir es gerade gefahren sind. Also doch nicht wenden. Ne, ne. Ey, ist an sich kürzer. Das ist wieder so eine Sache. Er sieht kürzer aus, aber er sieht wilder aus. Oh, das kann ja was werden. Egal, no risk, no fun, hätte ich mal gesagt, ne? No risk, no fun. In the done. Kommst du? Oder steckst du fest? Ich steck gerade ein bisschen, aber. Ja, du.
Du fahrst schon auch permanent auf den Stein drauf. Kannst du dich rauswinden, rückwärts oder so? Ja, das probiere ich gerade irgendwie. Oh Aber. Gott, weißt du, ich sehe halt nur, wie du einfach, weißt du, so, du stehst, fährst vorwärts, sitzt auf dem Stein auf, ja, geil. Einmal mit Profis. Oh nee. Nee, ich kann mich mal seitlich an diesem Ding da binden, aber das bringt ja nichts. Muss ich jetzt echt zu dir kommen? Ich probiere es jetzt einfach mal. Nicht Kippe. Kippe ist ganz, ganz schlechte Idee. Ja, es geht nicht weiter. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Geh mal du auf die Karte. Welche Karte? Also ja. Jetzt muss ich halt rübergehen wieder auf die andere Karte. Das ist halt ein Murks, ey. Okay. Wenn ich jetzt weg bin, dann springst du jetzt in der andere rein. Moment, ich sage, ich muss auf die andere Karte jetzt gehen. Ah, geht nicht. Warum? Was nicht? Ah, jetzt. Jetzt? Ja, weil ich noch drin war, wahrscheinlich. Jetzt. So. Wir haben noch Island Lake. So, mal schauen, was der Profi hier angestellt hat. Schauen wir mal, was der Profi hier gemacht hat. Oje. So. Wunderschön auf den Baumstumpf aufgesetzt. Ja. Ich sag's da einmal. Ein einziges Mal. Das hier Lunge. Wenn man mal Profi schaffe, das. Das ist ein Profi. Hä? Das ist doch professionell. Wäre Ja, ja schon und mal wie gewesen, wenn ich hammergeil. umgekippt wäre. Vor allem, du hast halt so wunderschön geschafft, ne? Dass er halt so wunderschön, weißt du, schön die Achse vorne dran klemmt, ne? Das war halt auch, dass die Achse allein schon da nicht drüber will. Also, das hast du jetzt echt geil gemacht. Das ist von dir echt klasse, hey. Super, ne? Profihaft. Richtig professionell, also wirklich. Alter, nein, Mann. Kann auch nicht jeder. Oh. Das stimmt. Das stimmt allerdings. Oh, ich hab'n. Oh. Häng du mal deinen Hänger ab. Da bleiben wir jetzt mal in der Konstellation hier. Und hoffe, dass ich mit meinem Fahrstil nicht umkipp. Komm mal vor. Ich muss schon ein bisschen weiter. Ja, ich bin dran, ich will halt jetzt hier nicht umkippen. Du hast schnell mal der Tankwagen, der kippt schon zu leicht. Da muss ich jetzt vorausfahren. Nee, warte, ich hol dich. So. Gut, Schritthalter, ne? Gott, der Weg sieht halt echt schon kriminell aus. Ist kriminell. Nein, 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 nein. Du kippst dich um, Alter. Ich bin da im Tankwagen durch, jetzt ohne umzukippen. Nee, umgewundert, aber ich steck schon wieder fest mit dem Scheißding. Ernsthaft? Natürlich. Oh, Winden. Du Und an machst dem mich fertig, Teil. hey. Aber Ja, nicht du wieder musst auch so, dass schon. man. Aber jetzt nicht gerade so, dass man die ganze Ding machen muss, die ganze Axt wieder ausheben muss, oder? Bin doch schon da.
Ja, warte, ich bin gerade auf dem Menü. Ich will mal noch kurz was gucken hier im Menü. Oder hier in der Karte. Hier steht nur Tankanhänger rum auf der Karte. Und wir können hier noch einen LKW holen, wo da oben steht. Da müssen wir eigentlich nur reparieren und volltanken. Das wäre ja noch ganz cool. Er ist zwar ein scheiß LKW, glaube ich. Der hat kein Ding, der hat kein Allrad, der hat kein gar nichts. Der ist so gefühlt 30 Meter lang, so gefühlt. Aber den kann man verkaufen, ne?